Ja, weiter geht es mit Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Ja, ich muss mich für den Jacko da hinten entschuldigen, wir brauchen den eigentlich gar nicht, denn der gehört zu einer Questreihe, wenn man sich dem Sumpflager anschließt, was wir ja nicht vorhaben. Wir werden ihn später trotzdem töten, allein aus Rache. Dann habe ich noch einen interessanten Kommentar bekommen, da geht es um Horatio oder Horatio oder wie auch immer man den aussprechen möchte. Und zwar haben wir ja einen Grund gesucht, dass er uns zeigt, wie man kräftiger zuschlägt. Und ich habe mich mal ein ganz klein wenig schlau gemacht. Und ich denke, wir sollten nochmal die Kneipe am See aufsuchen. Denn dort wird sich wahrscheinlich das Rätsels Lösung befinden. So ist zumindest meine Hoffnung. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass uns der Lefty hier nicht erwischt, denn ich habe keine Lust, Wasser zu verteilen. Ich habe keine Ahnung, ob wir da Erfahrungspunkte für bekommen. Falls wir welche bekommen, dann, ja, dann werde ich das doch irgendwann mal machen. Dann muss ich halt nur zusehen, dass ich nicht noch das zweite Mal an ihnen vorbeilaufe. Denn sonst haben wir dieselbe Aufgabe noch einmal zu erledigen. Ja, gut. Die Jungs, ja, die gucken mir wieder meinen hübschen Hintern hinterher. Bringt allerdings nichts, denn wir gehen jetzt direkt in die Kneipe, um mit jemandem zu quatschen, der uns hoffentlich die richtige... ja, Option für Horatio, ich nenne ihn einfach so, geben wird. So, da kommen wir ja schon so gut wie rein. Die Rauschmeister haben mich ja schon überzeugt. So, dann suche ich hier einen bestimmten Freak. Das ist Mordrak. Wer ist das? Das ist Silas. Können wir eigentlich hier hinten durch oder kriegen wir dann sofort einen aufs Maul? Ah, genau, mit dem müssen wir sprechen, mit den Jeremiah. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Warum denn nicht? Achso, okay, wie laufen die Geschäfte? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ah, natürlich, der Reislord. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Ja, so ist das, wenn man sich Prinzipien gesetzt hat. Achso, wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Das hatten wir schon. Okay, und da haben wir wahrscheinlich schon einen entscheidenden Hinweis bekommen. Ich schlängel mich mal hier durch. So, ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht so nah an den Typen ran, weil ich nicht weiß, ob er seine Kohle einfordert, die wir von dem Deal haben, wobei der ist mit sich selber beschäftigt. So, jetzt müssen wir Horatio, oder Horatio hat der, glaube ich, jetzt gesagt, den müssen wir aufsuchen. Der wird wahrscheinlich unten irgendwo auf den Reisfeldern rumlungern, wenn er nicht hier oben ist. Und da es nicht mal ansatzweise dämmert, werde ich mal direkt runtergehen. Ganz schöne Schlangenlinie hier, ne, die wir jetzt hier laufen müssen. Ja, die gucken uns wieder misstrauisch hinterher, wobei ich glaube, die würden uns auch hinterher schauen, wenn wir deren Lager angehören, was ja unser Ziel ist. So, jetzt jump ich hier mal runter, oder so ähnlich. Ich habe versucht, das elegant zu machen, aber das, ist uns ja nicht so ganz geglückt, meine Güte. So, hier haben wir nur Bauern. Wo bist du? Hier ist Pock. Warte mal, was kann der denn? Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Der klingt aber sehr eingeschüchtert. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Der klingt aber mega eingeschüchtert. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber
Hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Okay. Also erstens keine große Hilfe. Vielleicht wird er später nochmal für irgendeine Quest oder sowas nützlich. So, Bauer, Bauer. Ach, Bauer, sucht Frau, Bauer. Wen haben wir hier? Ist das? Nein, das ist er auch nicht. Dann ist er eine Ebene höher. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Ja, ich hoffe, das hat keiner gesehen. So, ich hoffe, das auch. Kommen wir gar nicht hoch oder was? Komische Steuerung. Naja, okay, Bauer. Horatio, wo bist du? Ach, Horatio, Entschuldigung. Wo ist denn der Kerl? Okay, da ist wieder der Puck. Der ist mir zu weit. Na, da will ich nicht so nah ran. Aber ich meine eigentlich, dass der auf der Ebene gewesen wäre. Ansonsten, ja, hier unten sind keine Felder mehr. Auf der Seite vielleicht? Nee. Oh, ich will da nicht hoch, ey. Warte mal, der hat auch so ein markantes Gesicht, ne? Der sieht so ein bisschen aus wie der Sarge aus Quake 3, meine ich, war das. Genau, Quake 3 Arena. Das Gesicht hat er zumindest. Ja. Nee, dann werde ich nochmal bei der Hütte schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der eigentlich unten auf dem mittleren Feld ist, weil zu weit hoch will ich auch nicht. Wobei der Reislord selber, der wird mich nicht zur Arbeit schicken, sondern das macht der Lefty. Der steht ja relativ weit vorne. Trotzdem müssen wir da aufpassen. Ja super, hier ist nämlich niemand, das dachte ich mir schon fast. Wir können natürlich bis zum nächsten Morgen schlafen und ja. Ne, hier ist er nicht. Dann, ach Mist. Jetzt verplemper ich wieder einen Part hier, um jemanden zu suchen. Das gibt's doch gar nicht. Und wahrscheinlich sind wir an dem auch noch vorbeigelaufen und ich habe das nicht bemerkt. Naja, aber das sieht schon sehr nach Dämmerung aus. Das heißt, die müssten auch irgendwann im Laufe des Tages oder Dämmerung müssten die ja mal hier alle hochkommen und dann können wir ihn abfangen. Ja. Huch, jetzt laufe ich auch noch gegen die Laterne. So, jetzt aber elegant runtergeslidet. Naja, zumindest auch wieder nur bis zur Ecke. Und dann versuche ich mal hier außenrum da hinzukommen. So, das ist auch nur ein Bauer. Mensch, wo ist denn der Typ? Hier ist Puck, hier ist Bauer, hier ist Bauer. Ralf Bauer. Ach, keine Ahnung. Wo ist der? Das sind alles Bauern hier. Nichts Interessantes dabei. Okay, vielleicht ist der hier oben. Ich will hier eigentlich hoch. So, jetzt aber. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ach, das ist der Horatio. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Ich dachte eigentlich, wir hatten schon mit dem geredet. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Schon mal über ein Anti-Aggressionstraining nachgedacht, mein Lieber. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Nein, ich will hier raus. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu diesem Punkt hier gekommen sind. Und auf die springt dann nicht an. Aus Selbstverteidigung haben wir, glaube ich, ausprobiert. Oder sind wir gestorben, haben wir wieder neu geladen? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, jetzt haben wir diese Option hier, damit der Reislot und seine Schläger, damit ich sie fertig machen kann. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Damit ich den Reislord und seine Schläger fertig machen kann. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Okay. Oh. Ich werde den Reislord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen. Aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Das werde ich. Dankeschön. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Natürlich. So, das heißt, wir haben jetzt 5 Stärkepunkte dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 45 Stärke. Das kann sich doch sehen lassen. Wir werden natürlich nicht den Reislord und so angreifen. Das wäre natürlich des Wahnsinns jetzt in diesem Stadium des Spiels. Sehr schön. Das heißt, wir haben diese Stärke eingesackt. Was machen wir weiter? Warte mal, welche Aufgaben haben wir noch? Ich glaube, L war das, ne? Ja, neue Seelen für die Bruderschaft haben wir noch offen. Aufnahme, Sumpflage, das will ich nicht. Der Krautverkäufer, das müssen wir noch machen. Genau, wir könnten uns jetzt schon dem neuen Lager anschließen. Das möchte ich aber nicht, weil ich die Quest noch abschließen will. Verschwundener Gardist, Aufnahme, altes Lager. So, er schickt mich in das alte Lager, einen neuen Mann anzuwerben. Genau, und zwar Dusty. Den müssen wir noch finden. Das heißt, ich würde sagen, wir machen uns auf zum alten Lager. Da haben wir jetzt noch 2 Quests, also 3, aber wir wollen uns ja nicht anschließen, also nur 2. Das heißt, ich werde einmal kurz das Spiel speichern, und zwar hier hin mit der Nummer 33. Meine Güte, geht da schnell. Und wir werden uns auf den Weg machen in das alte Lager. Wobei, wir können ja mal ein bisschen abstreifen vom Weg und wie wir hier auch die Vorderfläche hier von den Viechern bereinigt haben, so könnten wir auch nochmal die Blutfliegen auf der anderen Seite dieses Loches hier besiegen. Warte mal. Oh, wir haben es schon wieder. 12 Lernpunkte. Aber es fehlt noch, ja, knapp 3220 Erfahrungspunkte. Ich bin nicht so gut im Rechnen, aber ich glaube, das hat ein bisschen gepasst. So, den Jacko, den lasse ich mal da unten, den werden wir später noch ein wenig aufmischen. Wir haben aber, glaube ich, die ganzen Warane und so gekillt. Die dürften kein Problem mehr werden. Gegen die Goblins möchte ich gerade nicht kämpfen, weil ich glaube, einzeln sind die kein Problem. Aber das Dumme ist, die kommen immer zu fünft oder so und da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Ich werde hier vorne nochmal schauen, ob wir hier noch ein paar Viecher finden, die wir umklatschen können. Jo, ich weiß, dass da noch Blutfliegen waren, die wir nicht getraut haben anzugreifen oder wo wir uns nicht getraut haben, diese anzugreifen. Aber ich glaube, an diesem Waldrand sind auch noch ein paar Viecher. So, jetzt werden wir mal eine nach der anderen hier anlocken, aber wahrscheinlich, wie ich mich kenne, locke ich irgendwie alle an. So, halt die... Ah, da kommt die... Ich will eigentlich nur eine haben. So. Oh, ein Schlag und tot. Sehr schön. So, schnell die Flügel einsacken. So, da kommt die zweite auch schon. Hallo? Kommst du? Ja, die hüpft ein bisschen vor Erregung. So, zack, zack, mit der Rückhand wieder getötet. So muss das. Also ich finde, für unser Level, mit dem Vorhaben, was wir jetzt hier vorhaben, ja, das auch sonst. Mist, die kam schon, ja, gefährlich nah. So, das war's mit der Blutfliege. Alles klar. Die Blutfliegen sind absolut gar kein Problem. Wir können die mit einem Schlag niederschnetzeln. Und so wahrscheinlich auch die ganzen Scavenger und Mole Rats und hasse nicht gesehen. War hier nicht noch eine Mole Rat Höhle oder sowas in der Art? Nee, ich glaube nicht. Sind hier vielleicht noch... Doch, hier ist eine Höhle.
Aber ich glaube, die haben wir schon fertig gemacht. Ja, die sieht ziemlich geplündert aus. Das heißt, wir waren hier schon. Genau, vor den Blutfliegen hatte ich noch ein bisschen Respekt. Jetzt nicht mehr so wirklich. Wie gesagt, ein Schlag tot, das ist ganz gut. Und ich finde, wir sollten auch versuchen, so viele Gegner wie möglich zu plätten, solange wir noch in diesem Akt sind. Denn sobald wir uns einem Lager anschließen, so viel... bitte lass das Spiel nicht abstürzen. Denn solange wir noch im uns keinem Lager angeschlossen haben, solange sind wir noch im ersten Akt. Ach Mist, jetzt regnet es auch noch. Ah, vielleicht sind hier ein paar Tiere, die wir uns vorknöpfen können. Ich hoffe, ich will nicht zu weit rein. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen, was hier in der Wildnis rumkreucht. Da ist nämlich eine Höhle und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Wölfe unterwegs waren. Ich habe keine Ahnung, wie gut wir die jetzt schaffen würden. Ja, und außerdem sehe ich gerade nicht mehr so viel. Aber hier sind Blutfliegen. So viel sehe ich gerade noch. So, kommt her. Ja, es ruckelt leicht. Ich glaube doch, dass das dem Regen geschuldet ist. Das muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie... Oh, das ist ein Lurker. Dass ich das irgendwie geregelt bekomme. Jetzt hört doch mal auf, hier rumzuschweren. Meine Fresse, das kann nicht so schwer sein. So. Klitsch, klatsch, tot. So geht das. Mit meinen 5 extra Stärkepunkten. So, du brauchst auch nicht anfangen zu hüpfen. Sonst muss ich nur aufpassen, dass ich hier vom Regen nicht weggespült werde. Das sieht, also der Effekt ist total übertrieben. Wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie einstellen kann, dass der Regen sich so ein bisschen normalisiert. Wie gesagt, eigentlich ist ja auch der Shader für Gothic, für Gothic 2 gemacht. Genau, jetzt habe ich es. Und nicht für Gothic 1. Das heißt, die Mod wurde nochmal für Gothic gemoddet. Okay, wie komme ich am besten zum Lurker? Ja, muss ich rüberschwimmen, aber ich will nicht schwimmen. Wahrscheinlich können wir dann da runter, aber das sind auch Goblins. Oh, 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 oh. Wo ich gerade die Goblins erwähne. So. Ihr kleinen Mistviecher. So, wer will? Nein. Boah, die sind ganz schön flink. Aber nicht flink genug. Boah, da habe ich aber nicht aufgepasst. Ey, ich habe die im letzten Moment erst gesehen. Können wir die eigentlich plündern? Nee. Naja, in Gothic 2 haben die wenigstens ein bisschen Gold dabei. Nun gut, ich will eigentlich nicht abspeichern, solange es regnet, weil ich da schlechte Erfahrungen mit habe, dass das Spiel nicht mehr lädt. Weswegen ich jetzt doch nochmal in das neue Lager hineingehen werde, um dort einmal bis zum nächsten Morgen zu pennen. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit. So, jetzt müssen wir auch keine Angst mehr vor den Blutfliegen haben. Und wir haben ja gesehen, wir können uns jetzt ein bisschen ins Kampfgetümmel stürzen. So, ich will pennen. Lasst mich hier durch. Also wie gesagt, wenn wir zum Lurker wollen, müssen wir, glaube ich, hier links runter. Das können wir eigentlich im nächsten Part machen, denn wir sind bald schon wieder bei den 20 Minuten. Das soll auch reichen. Auch mit dem neuen Upload-Plan habe ich nicht vor, längere Parts zu machen, weil sonst komme ich, sonst ist es ja dasselbe und ich komme wieder nicht hinterher. Das macht eigentlich keinen Sinn. So, ach wie schön, hier ist es trocken und hier nicht mehr. Ja gut, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal bis zum nächsten Morgen pennen, dass ich abspeichern kann. Sonst schmiert mir der Spielstand mal wieder ab. Wir haben in dieser Folge ja doch wieder ein klein wenig Fortschritt gemacht. Auch wenn es jetzt keine klassische Quest war. Aber wir haben 5 gratis Stärke bekommen. Das heißt, wir können die Punkte für irgendwas anderes... ja, danke Regen, dass du jetzt aufhörst. Für irgendwas anderes jetzt ausgeben. Egal, dann brauche ich nicht hoch zur Hütte. Dann kann ich mich direkt hier vorne... nein, nicht ausloggen. Wir sind ja eben kein Online-Spiel. Dann kann ich direkt hier vorne die Aufnahme beenden. Wenn wir denn das Tor wieder passiert haben. Dort will ich dann auch wieder abspeichern. Und ja, dann geht's weiter. Im nächsten Part werden wir uns wieder dem alten Lager widmen. Wie gesagt, die 2 Quests noch erledigen.
Und ich glaube, dann ist noch ein bisschen was im Sumpflager zu tun. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Also, bis dann!